Ja, einen wunderschönen guten Tag und ihr seht richtig, es ist endlich mal wieder Crysis 2. Ich habe mich durchgerungen, das Spiel zu spielen. Es ist ein Sofort-Aktions-Spielmodus, das heißt Free for All. Ich nehme die Scar, das Reflexvisier mit, habe die M12 als Sekundärwaffe und die M17 Splittergranate dabei. Die Anzugmodule bzw. Perks sind einmal Panzerverbrauch, das heißt reduzierter Energieverbrauch im Panzermodus. Dann nehme ich noch mit Stealth-Verbrauch. In und aus dem Stealth-Modus kann man dadurch schneller switchen. Und ich nehme Punktfeuerverbrauch mit, das heißt die Streuung beim Schießen aus der Hüfte ist viel geringer. Ja, also ich habe ja wirklich sehr, sehr lange nicht mehr Crysis 2 gespielt. Ich habe ja auch sehr lange keine Gameplays davon aufgenommen und auch erst recht keine hochgeladen. Ich war jetzt sehr Homefront-intensiv und habe den Community-Arm vorbereitet. Aber jetzt habe ich eben entschieden, nochmal wieder Crysis 2 zu spielen, habe einige Runden mich eingespielt und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich halt wiederfinden in diesem Spiel. Ich bin noch nicht so weit zu sagen, ja, da möchte ich sein. Ich bin wieder am Anfang von Crysis 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat die Demo aus irgendeinem Grund besser gefallen. Ich komme mit der Vollversion nicht ganz so zurecht. Das ist schon relativ schwierig und ich sag auch warum. Einmal ist natürlich die Problematik des Cheatens jetzt stärker. Also ich habe Sachen erlebt, also das ist wirklich so krass. Die ganzen Cheater aus MW2 sind wohl jetzt alle zu Crysis gegangen. Das ist manchmal so mein Gefühl. Und das ist schon richtig, richtig nervig. Und ja, ich weiß nicht, warum das immer wieder so ist, aber das ist natürlich eine Problematik. In der Demo wurde kaum gecheatet, hier wird jetzt ganz kräftig wieder gecheatet. Natürlich nicht überall, ich rede von der PC-Version und auch nicht in jeder Lobby ist ein Hacker drin, aber es ist ja doch schon relativ häufig dabei. Dann habe ich das Hauptthema heute, und zwar die Problematik der Nanovision. Ich dachte, ich kick nicht richtig, denn die Nanovision ist sinnlos. Das ist mir vorher nie aufgefallen, aber die ist tatsächlich jetzt sinnlos, denn wenn du die Nanovision anmachst, siehst du nicht mehr, wenn ein Gegner im Stealth-Modus ist. Das heißt, ich mache also Nanovision an und normalerweise wird ja dann die Körperwärme angezeigt. Das heißt, da steht dann, ja, okay, der ist da drüben, der ist zwar unsichtbar, aber ich konnte ihn sehen. Und jetzt ist es so, man sieht denn nichts mehr. Die sind nur noch ganz, ganz schwach erleuchtet. Das heißt, man merkt es kaum. Und ich finde, das ist schon ein Problem, denn Nanovision war die beste und effektivste Methode, die ganzen Stealth-Leute aus ihren Verstecken rauszuholen. Und jetzt wird dieses Ding, was ich hoch gelobt habe, wo ich gesagt habe, okay, ich finde den Stealth-Modus sowieso ein bisschen overpowered, ist das, habe ich ja immer gesagt, das ist die beste und effektivste Methode, dagegen anzukämpfen. Und jetzt wurde das in der Vollversion rausgenommen. Das ist mir damals schon aufgefallen, aber jetzt, wo ich wieder gespielt habe, noch viel stärker. Nun kann es natürlich sein, dass man sich da noch irgendwas freispielen kann. Es ist ja auch so, man kann sich ja verschiedene Aufsätze auf die Waffen freispielen. Man kann auch Perks verbessern und all sowas. Und deshalb, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja dann eine Methode, dass man dann doch das sehen kann. Aber ich finde das, so wie es jetzt ist, momentan relativ beschissen. Weil, ja, was soll das? Nanovision ist einfach eine super Sache. Und die Stealth-Leute sind nun mal wie bekloppt noch unterwegs. Und es ist einfach traurig, denn das hat, wie gesagt, dem ganzen Spiel eigentlich den Reiz mal gegeben, die Stealth-Leute rauszuholen. Was auch ganz wichtig ist, ist eben dieser Panzermodus, den ich jetzt auch wieder anhab, der ist effektiv eigentlich das Beste. Er ist sogar besser, meiner Meinung nach, als der Stealth-Modus. Denn der Panzermodus verleiht einem eben eine vielfach stärkere Kraft. Und das ist einfach bei Sprüngen gut, das ist, wenn du angegriffen wirst, gut und du bist einfach viel besser gegen die Gegner aufgestellt und kannst eben viel effektiver sie auch holen. Was relativ problematisch auch ist, ist, wie sich jetzt die ganzen Sachen beim Energieverbrauch aufbauen. Das heißt, in der Demo war es ja so, da habe ich gesagt, also okay, der Stealth-Modus, der ist viel zu lang und alle Modi sind viel zu lang. Jetzt war es so, dass ich ja dann gesagt habe oder gelobt habe, damals in meinem ersten oder zweiten Crysis 2 Vollversion Spiel, da habe ich gesagt, oh, das ist, Problem ist behoben, denn Nanovision, Stealth-Modus, Panzermodus und so weiter, das geht jetzt ganz schnell runter, die Energien. Aber jetzt muss ich aber, wie gesagt, sagen, denn ja, das ist nicht mehr so.
Es gibt nämlich Perks, die das Ganze verlangsamen, beziehungsweise womit man einfach mehr aushält. Das habe ich ja schon vorhin gesagt. Panzerverbrauch, das heißt reduzierter Energieverbrauch im Panzermodus. Ja, und schon hast du wieder länger die Möglichkeit, in dem jeweiligen Modus zu verweilen. Und ich finde das einfach problematisch, wie gesagt, weil die haben es eigentlich ganz gut gelöst, eben indem sie gesagt haben, okay, man hat diese Möglichkeit noch, aber es ist viel kürzer. Jetzt hat man aber eine Möglichkeit, es wieder doch länger zu machen. Und die Perks zu erspielen ist nicht sonderlich schwierig. Also zum Beispiel die Aufsätze für die Waffen, ja, da machst du ein paar Kills und schon hast du den ersten Aufsatz. Also das hat mir persönlich jetzt nicht besonders viel Mühe abverlangt. Das habe ich mal ganz schnell nebenbei gemacht. Das ist sogar ein schleichender Prozess gewesen. Ich habe es, um ehrlich zu sein, gar nicht gemerkt. Ich hatte dann auf einmal halt die Sachen und gut ist. Und genauso ist es bei den Perks. Ich merke das immer gar nicht. Was auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, für als so kleiner Anfängertipp, also lasst euch nicht entmutigen. Gerade zu Beginn ist es so, ich finde die Standardklassen, die dabei sind, sind nicht so doll. Wenn man dann die erste eigene Klasse erstellen kann, macht das Ganze schon viel mehr Spaß. Ich werde wohl demnächst mal ein Video machen, wo ich so ein bisschen so ein paar Anfängersachen zu Crysis 2 aufliste oder so, weil ich denke, ja, dieses Spiel hat immer noch einen Reiz und wenn man so guckt, Crysis 2 ist momentan sehr begehrt, viele Views bekommt dieses Spiel, das ist ja auch bei mir so, ich habe da immer ganz viele Leute, die auch bei Crysis 2 vor allen Dingen auf meine Videos stoßen, da sie einfach Taktiken, Tipps und so weiter in Crysis 2 interessieren, da ich auch immer öfters höre, dass Leute sagen, ja, okay, ich komme nicht so recht mit dem Spiel zugange, weil Black Ops ist halt anders, ja, es ist halt so und das ist auch gut so, aber ich denke mal, das lohnt sich da auf jeden Fall was zu machen. Worüber ich mit euch jetzt noch ganz kurz sprechen will, zumindest für meine Abonnenten, ist das ja jetzt wichtig. Ich habe ja gesagt, den Community-Abend machen wir. Ja, ich habe das nicht vergessen, keine Sorge, aber ich muss halt auch organisieren. Ich bin den ganzen Tag unterwegs. Ich bin jetzt endlich mal wieder einen Abend zu Hause und werde jetzt mal schauen, wie ich das Ganze organisiere. Habe ja die Leute, die mitmachen wollen und die Fragen stellen wollen, haben sich bei mir gemeldet und jetzt werde ich das Ganze sortieren. Ich kann sagen, diese Woche, in der ersten Ferienwoche, wird das Ganze nichts mehr. Denn es ist so, Donnerstag ist, ja, da bin ich abends wieder unterwegs. Freitag muss ich dann wieder klarkommen. Samstag, okay, Samstag wäre rein theoretisch möglich, glaube ich aber nicht, dass das was wird. Denn Samstag bin ich eigentlich auch unterwegs und Sonntag ist ganz schlecht, weil da gehe ich zum Fußball. Von daher würde ich eigentlich nächste Woche sagen. Entweder wir machen es direkt zum Anfang nächste Woche oder wir machen es eher so, ja, Mitte, Ende nächster Woche. Wobei ich glaube, Anfang wäre am besten. Dann habe ich auch Zeit, das ganze Material zu sichten und zu gucken, ob da Szenen dabei sind, wo es sich lohnt, es hochzuladen und ob Fragen dabei sind, wo man davon ausgehen kann, dass die für alle interessant sind. Deshalb, da müsst ihr mal abwarten. Eigentlich haben ja auch alle geschrieben. Geiler Fail übrigens hier, aber egal. Und zwar haben mir einige geschrieben, oder alle, dass sie Zeitraum Osterferien haben. Und deshalb ist es ja eigentlich egal, wann ich sage. Ich würde das auch gerne nicht zu spät machen, da ich halt viele Abonnenten habe und auch Leute habe, die mitmachen wollen, die noch, weiß ich nicht, relativ jung wohl sind. Einige haben mir geschrieben, also es wäre schon ganz schön, wenn wir 18 Uhr anfangen könnten oder so, damit ich keinen Stress kriege oder so, wobei ich das auch nicht ganz verstehe. Es sind ja Ferien, mein Gott. Aber gut, deshalb würde ich schon so sagen, 19 Uhr oder so anfangen. Dabei haben wir ganz recht, dass wenn er mir nochmal sagt, ob das für euch okay ist, weil ich will jetzt nicht jeden Einzelnen anschreiben und das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Bitte unbedingt, die mitmachen wollen, schreibt mir nochmal, wäre das okay für euch Anfang der Woche und dann so 18, 19 Uhr, ist das für euch eine Zeit, die akzeptabel ist oder sagt ihr, nee, das geht gar nicht klar, da kann ich nicht, weil ich möchte ja wirklich mit allen dann, die Lust haben, daran teilzunehmen, auch wirklich zocken und nicht, dass dann wieder fünf Leute nicht können. Ach, und übrigens ist es Black Ops. Also alle wollten Black Ops spielen, außer zwei oder so. Da müsst ihr sehen, entweder die entscheiden sich um oder ihr könnt nicht mitmachen, das ist mir dann auch egal. Und das war's dann auch schon wieder. Ich wünsche euch wie immer ein paar schöne Tage, bis zum nächsten Gameplay-Video, euer Philipp.